Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Per Aspera mit dem absoluten Bucherpreis von 30 € für Unity und dann wollen sie nochmal fast 40 € für die DLCs. Also diese Leute scheinen ja wirklich überzeugt von ihrem Müll zu sein. Dann schauen wir es uns an. €30 für Unity. Ich hasse Spiele, wo man als erstes jeden Dödel, der irgendwie mitgearbeitet hat, dann erstmal zitieren muss. So. Baue eine Aluminiummine. Aluminiummine. Gut. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Affirmative, Houston. I am with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. Eine Silikonmine. Also wir wurden einfach begrüßt. Gratulation, du bist jetzt der neue Chef von diesem Schauladen hier. Sind denn ein Effekt? Wahrscheinlich nicht. Die Ressource dann wie bei Pong. Bup, bup. Das Sound geht noch ab. Bup, bup. Bip. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? I keep marveling at its carmine landscape. Okay, unser Computer hat gerade festgestellt, dass er mit sich selbst reden muss, um seine Gedanken zu haben. Was für ein absolut dämlicher Prozess. So, man hört sogar das Pip, Pip, Pup. Wie bei Pong. So. Wir sollen hier warten, bis das fertig gebaut ist. Uns fehlt ein Aluminium wahrscheinlich. Genau. Bip. Bop. Auf magische Weise entsteht unsere. Ich glaube, die Top-Down-View ist doch die bessere. Baue eine Solarfarm. Was sind denn Effekte, ob ich das jetzt hier irgendwo hinstelle? Nein, hat es nicht. Und baue eine Stahlfabrikation. Stahlfabrik. Es ist irgendwie, ja. Haben diese Linien irgendwas zu bedeuten? Er fährt sowieso außenrum. Und ja, wir sollen Eisen abbauen.
Welch Wunder. Und wir haben Flammeisen. Und eine Carbonmine. Auf Deutsch Kohle. Menge Kohle, hier haben wir Kohle. Und ein Unterschlupf für die Arbeiter. Bup, 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 bup. Ja, wir haben irgendwie nur einen Bauer. Können wir das irgendwie erhöhen? Bilder, Bilder, Bilder. Anscheinend nicht. Schön ist auch dieses Überkreuzen hier. Das finde ich auch ganz schön gemacht. Es ist irgendwie... Soll das ein Tunnel oder eine Brücke darstellen? Nee, es ist einfach auf magische Weise durch. Also bisher sehe ich noch nichts, was diese 30 Euro auch nur ansatzweise rechtfertigen könnte. Mach Bob. Da. Bip. Bob. Bip. Ne, es muss wieder auf die Ladestation. Hm. Da hat es wieder Bip gemacht. Bip. Bob. So. Eine Beschleunigung, da ist Beschleunigung. 16-fach, das ist wenigstens mal ansatzweise irgendwie vertretbar. Vielleicht können wir das upgraden. Vielleicht gibt es dann einen zweiten davon. Fehlt irgendwas. Hm. Silikon. Wir haben doch eine Silikonmine. Um Glas zu produzieren, na gut. Und Solarkraftwerk, das hier. Was soll das sein? Ist das wichtiger? Ist das schneller? Ist das Upgrade? Weiß keine Sau. Mausover gibt's nichts. Und unser einzelner kleiner Roboter, der karrt hier das alles rum. Offensichtlich scheint es nicht Upgrade zu sein. Priority, da haben wir es endlich gefunden. Also die Wichtigkeit. Da sowieso nur ein Roboter da ist, ist das ziemlich für den Arsch. Wird nicht fertig gebaut, weil... in einem Glas fehlt. So, der hat zu wenig Strom. Jetzt hat der genug Strom, jetzt kann der Glas produzieren. Wie man jetzt hier relativ schön sehen kann, es ist die Wichtigkeit der Gebäude, hat es nicht überrissen, das System. Und es redet wieder. Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. We put you in hibernation for the trip from Earth. So why don't we start with your core memory? Can you... I can, Dr. Foster. My mission... All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? The reach of my base is determined by the buildings within it. Therefore, I could build a factory or a solar farm between the base and the resource vein.
That would work, Amy, yes, but make sure to factor in the costs. Buildings require a decent amount of power and building materials. Worker hubs don't require as many resources, so they're the better choice. They'll extend your base and also give your workers a place to dock and recharge. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? I am sorry, Dr. Foster. Roger that. Nothing to just mean. Let's proceed with the mission. You'll need to expand the base to prepare, so get to work on that. I'll check back in. Base expansion is a go. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars, but I can control it from here. Where does the machine end? We are complete. Ein Selbstresümee einer dämlichen Maschine, der von der Erde hat uns auch noch gesagt, ja, du bist ein Roboter, also. Ja, wir bauen hier in derselben Manier die nächsten Gebäude, die einfach freigeschalten wurden und es geht auch weiter. Also hier auch nichts Besonderes. Die Einschränkung der Höhenquoten, naja, ob man jetzt das wirklich nehmen kann. Schön ist anders. Unser einzelner Roboter daddelt hier rum. Was fehlt ihm hier? Was ist das? Electronics. Können wir das herstellen? Electronics Factory. Da. Haben wir sowas nicht schon? Haben wir wohl nicht. Dann bauen wir es halt. Also das Interface für Power ist einfach nur furchtbar. Finally, I can build additional workers now. I will appreciate the extra hands. Endlich. But I wonder, do I really need them? Soll das für eine scheiß Frage sein? Natürlich brauchen wir mehr Leute. They will boost my functionality greatly. Having more. Ach, diese idiotische Roboterfrage. Reit an. Das wäre das irgendwie so eine hirntote Frage. Brauche ich als Computer das? Ein Computer würde sich doch nie so eine Scheiße fragen. So, bekommen wir jetzt dann langsam mal einen hin. The first worker has been made in the worker factory. It is my first Marsborn. My workers will spread the knowledge base says that work and that they'll degrade. I know. Ach Gott, ich hasse diese Stimme jetzt schon. Ja, der Roboter Steffelt, das ist mein erster Marsgeborener. Es ist ein Roboter, verfickte Scheiße. Da ist nichts geboren.
mehr davon. Wir brauchen mehr Roboters. Wir brauchen mehr von dem Silikon. The worker factories will be so helpful. The workers will take care of the manual operations, while I focus on developing the life support systems. Soon, I will welcome the first colonists. Their arrival has created so many expectations in my mind. There will be so many paths to take from here on. But there's something else as well. Wow, der some nächste kind Teil. Of feeling. What is it? Oh mein Gott, der Roboter hat das. I am, but I anticipate. Ach, der Roboter hat Gefühle entwickelt. Das wird immer beschissener. Und dazu ist die Wartung dazu gekommen. Wenn überaus triviales Konzept. So. Die Stahlversorgung passt nicht so. Fehlt uns hier Chemikalien. Gut. Es geht jetzt um den Stahl. Und auch hier folgt es wieder mal den primitiven Grundsätzen, einfach die Ressourcen abzugraben. Das, ja. Dazu muss man eben auf diesen Bereich schauen, wo wir eben da drin sind. Und sonst kann es wieder keine Energie machen. Ich habe jetzt einfach Solarkraftwerk als Verbindungspunkt gebaut. Energie werden wir sowieso immer brauchen. Was? So. Worker Hub. Bekommt man weiter einen Hub? Worker Hub. Aha, wir müssen Polymers als erstes produzieren. Das klassische Problem bei Unity, damit sie die Frames richtig machen können, können wir jetzt hier nichts tun. Wir können hier dumm zuschauen, wie unsere Roboter jetzt quasi alles machen. Ohne wirklich dann darauf aktiv einzugreifen. Wir können jetzt zwar die Priorität hochsetzen. Das Einzige, was man ihnen schon mal zugute halten kann, ist, dass zumindest das Pathfinding hier relativ gut funktioniert. Bisher habe ich noch keine Bugs gesehen. Was aber auch nicht sonderlich schwer ist, wenn man das alles vorgibt. Weil, sind wir uns mal ehrlich, die Straßen sind absolut ineffizient und dämlich gelegt hier.
Das sieht aus unter jeder Sau. So, wir haben einen weiteren Worker Hub und können damit einen weiteren Arbeiter haben. Ja, sammeln die Teile zusammen. Bim bum bum, bim bum bum, bim bum bum. Und sollten wir drei haben, jawohl. Offensichtlich ist auch das schon das maximale Limit. Es gibt hier anscheinend nichts Größeres mehr. Ja, das nächste ist jetzt hier. Der Aufbau von der Wartung. Unser Silikon. Nee. Aluminiummine ist wohl am schwächsten unterwegs. Sie produziert einfach zu langsam. Und das nächste bei der frühen Aerological Scanner. Aero, Luft, Raumfahrt, also nee. Nicht Raumfahrt. Flugzeuge, Also wahrscheinlich ein Luftscanner. Einheit. Das Hauptproblem ist nach wie vor unser Aluminiumbedarf. Es gibt hier keine Aluminiummine mehr. Das ist jetzt unser Bottleneck. Ah, das sind Wartungsdrohnen, soll das darstellen, dieses komische Buseldings, das wie ein Karussell um einen rumwirbelt. Und hier auch wieder Aluminium ist die Krux an der Sache. Ich kann das weder ausbauen, noch kann ich ihm mehr Power zuweisen. Es hat nur ein wenig Prozent Effizienz. Also das Hochaufwerten hat eigentlich nur den Sinn, dass die Ressourcen von anderen Bauprojekten abgezogen werden, um es dann hier zu verwenden, sollte sie denn geben. Man sieht aber weder, ob diese verfügbar sind, noch wo sie sind. Das war natürlich logischerweise notwendig, sonst das Spiel nicht weitergehen würde.
Ja, es sucht jetzt in der Umgebung. Aha. Kann man das irgendwie abdrehen? Nee, man muss sich diese Kacke jedes Mal anhören. How Ja, could bla you bla but bla 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 bla. Fertig. Interessiert mich nicht. Oh, I forgot to mention. That is interesting. You and Dr. Valentine will just. We enhance our strength. Diese sinnlose Besprechungsscheißtrick. Furchtbar. So. Nur um irgendwie zu rechtfertigen, dass wir. Wow, du hast was Neues freigeschalten. Jetzt müssen wir unbedingt 10 Stunden drüber reden. Wäre man retardet, besonders wenn die Stimme nicht so dermaßen ätzend wäre. Ein Wasserextraktor. Bekommen Wasser. Das ist eine neue Ressource dazu. Mit dem kann man Fressen bauen. Welche unerwartete Wendung des Schicksals. Wow. I keep thinking about Dr. Foster's explanation. Why would my mind develop better if my... Ich hasse es. Mein Roboter braucht ein Gehirn. Yay, wir sind ja so innovativ. Insbesondere, dass es jedes Mal sagen muss, was es denkt. Und wieder ist Aluminium die Krux an der Sache. Yay, wir haben Aluminiumminen gefunden. Setzt alles dran, um unsere Aluminiumvorkommen zu bauen. I can arrive at exceptionally accurate conclusions with raw data alone. Other perspectives are based on subjective data. So why should they factor into a decision? Maybe it's a failsafe in case my data is then I may not be able to identify the error. In that case, having another perspective. Oh mein Gott, jetzt fängt der Roboter auch noch an zu. Also diese AI anfangen zu. Oh mein Gott, ich habe ein Gehirn. Ich bin mir meiner Identität bewusst. Musste das echt sein, Programmierer? Echt mal. So, das geht hier noch weiter, wenn ich das richtig verstehe. Umso mehr es das ist, umso mehr baut es auf. Na gut. No, I would be able to identify conclusions based on false premises. Humans tend to fall for that type of thing. Oh mein Gott, halt die Schnauze. Gott, geht mich dann auf den Senkel dann. Wenn ich nicht weiß, dass ich einen Fehler mache, mache ich dann was? Möglicherweise ist es eine Failsafe-Logik. Nein, ist es nicht. Es ist beschissene Programmierung. So. Wie unerwartet. Wir haben eine Kohlemine. Nein, Chemikalien. Wir brauchen Kohle als nächstes. Aha, die Geschwindigkeits-, also die Wichtigkeitsboost wurde weiter angehalten. Obwohl es keinen Grund dafür gibt. Also nicht der Geschwindigkeitsboost, die Effizienzrate. Die man nicht einsehen kann. Wunderbar. Also ich würde immer sagen, das ist ein programmiertechnischer Fehler. Die Wichtigkeit hat definitiv, die sollte weggehen, nachdem es ist offensichtlich die Wichtigkeit des Gebäudes allgemein. Und nicht nur die Baueffizienz, was ja dämlich ist. Warum sollte ich das nach dem Bau nochmal wollen? Also selbst 10-fache Geschwindigkeit, 16-fache Geschwindigkeit ist für das Spiel einfach viel zu langsam. Für
für das, dass man absolut nichts tun kann, dauernd sich von diesem blöden Roboter belästigen und dieser sinnlose Anruf dauernd. Statt dass er Befehle gibt, was eigentlich nur logisch wäre, an der AI. Nein, wir müssen jetzt da. Geht es dir gut? Brauchen muss ich die Händchen halten? Jetzt haben wir Aluminium, jetzt können wir wieder keine Erz haben. Das ist so, ach Gott. Das ist halt wieder das klassische, oh, ich hab mal so dahin programmiert und hab da festgestellt, jetzt müssen wir irgendwelche Probleme generieren, damit man das Spiel irgendwie interessanter macht. Was? Aluminium. Jetzt bräuchte man Kohle. Kohle. Sorry, interessantes Tiraturdrohnen. Aha, das ist ja mal was anderes. Man muss ja doch auf den Radius achten. Ob man jetzt das als partiell intelligent besiegen kann? Jetzt sehe ich auch mal hier noch. Nächste Power-Dings. Wurscht. Ist das wieder so coole Mine, jetzt dann gleich mal drauf gehen. Mein Gott. Und wir warten wieder auf eine Ressource, die fehlt. Diesmal ist es Eisen. Ne, Stahl. Eisen haben wir genug. Kein Carbon. The aerological scanner detected an uncharted structure. It's probably a secret abandoned base. Though humans never found proof of life on Mars or any other planet. In all of Yidna. Oh mein Gott, wir haben eine Stätte gefunden, die eventuell den Marsianern gehörte. Wow. Eine verlassene Fabrik. Mhm. Unfortunately, my workers cannot explore buildings. I will need the colonists' help for this task. I should finish getting the initial base ready for the colonists first. Though I can build a research outpost here to prepare. That will give the scientists a place to stay while they analyze the structure. Once they get to Mars, of course. Und es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Sollt das bauen, ihr blöden Roboter. Discovering that abandoned structure, I most but their oh mein Gott, und der Roboter denkt schon wieder, ach, ich halt doch die Schnauze. So, wir schauen mal, ob ihm was da was gehen kann. Schauen wir mal, ob wir das Spiel boosten können und es ist abschmiert, weil so, das ist ja echt so Katzen, nicht mal. Zehnfache Geschwindigkeit. It's just a hack on my visual sensor system, of course. I was led to believe that my perception is only a fragment of reality. Not entirely. Can I trust my understanding? It will always be subjectivity. Even with a system as advanced as my... So. Zehnfache Geschwindigkeit und Schnauze vom Roboter. Macht das Spiel übrigens anderes jetzt besser. So. Die Gespräche kann man nicht abdrehen. Das ist anscheinend sowieso vorgesehen. Na, das muss es sowieso einfach. So, jetzt haben wir wieder Energie.
sollte das da oben mal die Wartungsposten endlich fertig haben, sollte auch das Kohle wieder hin. Das ist jetzt auf 160-fache Geschwindigkeit. Und es, man sieht, jetzt braucht die Gebäude immer noch Dauer. Oh, das ist die Kohle, 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 Kohle. Okay, wir können jetzt das noch auch noch anschauen. So, mal Speed aus. Oh mein Gott, wir können eine Dimension, wir können das Ganze hier noch extra anschauen. Wieso wichtig? Wie unerwartet, wir können die Monde auch noch ausbreiten. So. Gehen wir wieder auf die Planetenübersicht. Also bisher nervt mich das Spiel, ne? Es ist nur einfach dämlich mit diesem ganzen Zwischengelaber für nix und wieder nix. Man kann hier aber überhaupt nichts aktiv eingreifen. Es ist hier wirklich diese Roboter, die bing bong, bing bong, bing bong, laufen halt diese blöden Linien nach. Aber tut hier eigentlich gar nichts. Also das ist wirklich erbärmlich. Und jetzt, wo wir endlich die Kolonisten haben, können wir auch die anderen wieder, die anderen Sachen weiterbauen. Was uns wieder nichts bringt, außer noch mehr verschwendete Ressourcen. Ah, die sinnlose Base. Können wir ausbauen. Und dann bauen wir wieder Minen, um noch mehr Roboter zu haben, wieder auszugraden, um dieselbe Scheiße noch weiterzubauen. Es ist irgendwie. Also. Das Konzept ist einfach nur geklaut und langweilig. Also für mich hat das Spiel überhaupt keine, also was daran 30 Euro wert sein soll. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei wieder was in ins Gehirn geschissen hat. Oh, wir brauchen noch mal Strom. Also meines Erachtens, wer in die Tonne damit. Wirklich, also, ach. Wenn dann Surviving Mars kaufen, das hat wenigstens noch Lack. Aber das hier, das ist einfach wirklich nur stumpf dämlich zusammengezimmert. Surviving Mars kostet 30 Euro, ist auch, also wie das hier, aber es hat wenigstens eine begründete Sache, weil dort muss man auch ein bisschen nachdenken, was man tut. Im Gegensatz zu hier ist das hier wirklich, oh, schau mal, es fehlt was, bauen wir es wieder. Du hast keinerlei Folgen für irgendwas. Nee, nee, nee. Also ich sehe die 30 Euro nicht und die 30 Euro für DLC schon gar nicht. Also überhaupt null. Das Ding für 5 Euro könntest du es vielleicht so mitgeben, weil im Prinzip sehe ich hier absolut nichts, was es auch nur ansatzweise rechtfertigt. Die Grafik ist beschissen. Die Station ist einmal geplant, baust du einfach hin, aber es hat keinerlei irgendwie Auswirkung. Du musst dir keine logische Überlegung machen, wo was hinbaut, weil diese Linien einfach eh wie scheiße aussehen und irgendwo hinzeigen. Also Pathfinding für den Arsch. Nicht mal da musst du dir was überlegen. Keine Ahnung, ist das für Kinder gemacht eigentlich? Also, aber dafür ist das Thema ein bisschen komisch. Die Ressourcenverteilung, es passiert alles automatisch. Man hat hier überhaupt keine irgendwie Einfluss darauf, was hier eigentlich irgendwie richtig passiert. Du siehst ja, die Ressource geht runter, ja toll, und weiter geht's. Schauen wir nochmal Maintenance. Ja, mit der Wartungsabdeckung könnte man eventuell sagen, okay, da muss man jetzt ein bisschen mitdenken. Was sich aber eigentlich auch total auf null und nichtig beschränkt. Du hast kein Problem mit dem Platz. Auch das ist hier absolut nicht gegeben. Man braucht kein Terraforming machen. Auch das haben sie weggestrichen, das Thema. Also, er braucht sich ja nicht mal wirklich erst überlegen, wo man was hinstellt, ob das einen Sinn hat, ob die Reichweite dann reicht, weil sowieso alles irgendwie Schnuppe ist.
Das Interface selbst ist nicht wirklich sinnvoll. Und außer, dass ab und zu der Roboter wieder mal reinschreit über irgendwelche blödsinnigen, sinnlosen, seine Selbstbewusstwerdung, gibt es auch hierfür keinen Grund, warum man das irgendwie nehmen sollte. Das ist auch der Ende meines Reviews. Also ich muss sagen, das Ding kannst du im besten Fall für lau kaufen und das auch nur, weil es ansatzweise stabil in den Frames läuft und weil es halt, ja, für Kinder kann man es nehmen, für lau kann man es nehmen, aber sonst, also ernstzunehmendes Spiel, nein, wirklich nicht. Also hier gibt es null Ambition, das auch noch zu spielen und die 30 Euro sind eine Frechheit zu verlangen. Naja, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.